jetzt gleich noch die Basis zwischendurch an. Oh mein Gott, was ist das? Alle Sachen sind gepackt für die Reise ins Höhlensystem. Naja, sie stimme ich hier nicht. Und ich habe hier alles zusammengesammelt für das ein oder andere Räumchen und Accessoire. Und damit ich hier nicht demnächst verdurste, weil ich ja keinen Platz mehr habe, auf jeden Fall schnell dorthin. Eine Basis gebaut. Wasser gesucht bzw. gemacht. So in kurz. Und ich bin ja mal gespannt, welche Geheimnisse diese Höhle noch hat. Die Besatzung der Degasi hat ja hier unten schon, wie es scheint, was gemacht. Jedenfalls haben sie sie abgecheckt und... Ah ja, schauen wir mal. Ah ja, ja, ja. Da ist sie. Guck ich mir gleich an. Ja, ja, ja. Oh nein, 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 geh nicht kaputt. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Immer schnell reparieren. Nochmal Luft holen. Passing 200 meters. Und mal. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich brauche einen guten Platz für meine Basis. Okay. Unser Trockendock. Und auf jeden Fall brauche ich dort daneben gleich den hier. Perfekt. Wenn ich den jetzt noch irgendwie daneben kriege. Drüben wird es wahrscheinlich nicht gehen. Oder? 30 seconds. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Okay, um den Scanraum kümmere ich mich später. Seek fluid intake immediately. Ja, 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 ist sehr gut. Okay, erstmal noch. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. New creature discovered. New creature 30 seconds. Oxygen efficiency greatly decreased. Aufregend, aufregend. Okay, ich habe ja jetzt hier und das möglich werden. Aha. Power restored. All primary systems online.
Oh, da gibt es sogar 10. Okay, ich glaube. Welcome aboard, Captain. Was? Oh. Gruselig. Okay, ich glaube, ich werde noch ein paar von denen hier einsammeln. Hallo? Trotzdem schauen, dass ich bald dieses, ja, dass ich meinen Scanraum hier noch installieren kann. Denn der kann mir genau sagen, was ich hier drin finde eigentlich. Ne? Ohne jetzt hier nochmal großartig abzuchecken, selber abzuchecken, was hier unten ist, aber hier auf jeden Fall. 30 Seconds. Schon mal ein bisschen. Gold und Diamant. Magnetit dazu. Okay. Jetzt haben wir da erstmal ein bisschen Sicherheit. Ja, kommen wir gleich wieder zu. Hier haben wir diese Erweiterungskonsole. Oh, geil. Prima, prima, prima. Seemottenmodul. Okay. Ich brauche einen Titanbarren und zweimal Glas. Das ist alles nicht so das Problem. Ich denke. Das wird was. Ich habe mal meine Energie im Auge behalten. Ich will nochmal schnell abchecken, welcher Fisch hier was bringt. Gekochtes Auge und dieser Oculus. Okay, der Oculus bringt Nahrung, der hier Wasser. Ich werde auf jeden Fall noch einen davon essen, nein, die anderen hier reintun. Genau. Also nicht diese Oculusse, sondern die anderen. Und dann gucke ich mir auf jeden Fall jetzt gleich noch die Basis zwischendurch an. Oh mein Gott, was ist das? Heiliger Jesus, Mann. Kannst du nicht vorher Bescheid sagen? Du hast mich so erschrocken, Kollege. Kannst du dir nicht vorstellen. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, die finden es nicht so chillig, dass ich jetzt hier einfach mal mich ansiedle. Angesiedelt habe. Neuer Nachbar ist im Haus. 30 Seconds. Ich muss gewaltig aufpassen. Ich habe jetzt nicht mehr viel Energie. Ich habe jetzt auch nichts da, um das zu ändern. Also Vorsicht walten lassen. Hier nochmal der Oculus und das Auge. Ich denn hier für den, naja, zu viel Kommunikator. Ja, das ist jetzt saugefährlich, da rauszugehen gerade. Habe ich noch so viel da? Natürlich nicht. Ja, ich werde wohl nicht dran vorbeikommen, auf jeden Fall. Jetzt versuchen, lebend in meine Seemotte zu kommen, nochmal zurück zur Basis zu gehen, um doch noch das eine oder andere
ja, einfach herzuholen. Ansonsten, ich glaube, ich werde mal hier so einen Spind stehen lassen. Kann ich den hier auch hier reinstellen? Immer einiges hier lassen, Taschen leer machen, nach Hause gehen, noch einiges an Mats holen für hier unten. Und dann in Sicherheit diese Basis da abchecken von den Degasi, der Degasi-Besatzung. Also nach Haus. Obwohl, das Abenteuer ist ja gerade, komme ich lebend zu meiner Seemotte zurück. Los geht's! So. Viel wert, dass ich jetzt noch lebe. Moment, hier irgendwo geht's nach oben. Egal, kriege ich raus. Ich habe jetzt das ein oder andere noch zusammengefarmt. Kann jetzt auf jeden Fall das hier bauen. Das erste Modul für meine Seemotte. Werde ich auch gleich mal herholen. Jetzt kann die nämlich auch tiefer tauchen. Nein. Nein. Rein und raus, raus und rein. La 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 la. Da. Meter. Perfekt. Das heißt, ich kann jetzt hier easy zu meiner Basis. Hohohoho. Yeah, like a boss. Nett, nett. Dann auch noch schön das LED-Licht von unten. Alles natürlich. Geil. Okay, was noch? Ah ja. Ich habe mal zwischendurch nochmal geguckt und hier geht's. Gebaut ist er noch nicht. Aber hier kann ich meinen Scanraum installieren. Es bildet eine Einheit. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier? Oh, Lithium. Das lese ich gern. Magnetit. Pirscher Zahn. Und Schieferbrocken. Na gut. Dann such da mal. Ja, was soll er denn suchen eigentlich? Ja, hängt davon ab, was wir jetzt brauchen und was ich jetzt machen kann. Gucken wir mal, was ich hier noch bauen könnte. Lithium und dreimal Titan. Diamant, ich habe kein Lithium, habe ich nicht. Magnetit und ein Diamant, ne? Erkunden wir hier noch dieses Areal auf jeden Fall. Diamanten und Lithium. Basis, natürlich.
Systems online. Natürlich die Basis auf. Aber diese Fische in dem Bioreaktor machen sich ganz gut. Also die. Oh, hier ist auf jeden Fall das eine oder andere abzustauben, wie ich sehe. Hier, was ist das? Das Wärmekraftwerk. Ja, 1 von 2. Dann hier mal rein. Oh. Gelandenqualle. Die sieht jetzt nicht so aus, als müsste man, sollte man die jetzt zwingend berühren. Wasserfiltermaschine. Kracher. Kann instant bauen, das ist natürlich auch richtig gut. Hier haben wir noch eine Aufzeichnung. Schaffe ich noch ein paar Meter. Okay. 30 seconds. Nein. Oh Gott. Wenn ich jetzt nicht gleich ertrinke, dann sterbe ich hier einfach mal an dem. Witzigen Qualm. Stase-Gewehr-Fragment. Hatte ich davon nicht schon eins? Ja. Hier ist noch mehr. Energiezellen-Ladegerät. Ja, ja, ja. Vorsicht vor den Nachbarn. Die sind halt nicht ganz so freundlich. Ist sehr gut. Ich finde immer mehr diesem Wärmekraftwerk kann ich jetzt an Wärmequellen, wie der Name schon sagt, Energie erzeugen. Also bräuchte ich rein theoretisch nur ein kleines Vulkänchen. Oder wie diese Unterwasserdinger heißen. Und dann habe ich eine weitere Energiequelle, die ich nutzen kann. Nimm's doch mit. Integrating new PDA data. Na, hier können wir noch die Blaupause für ein normales Bett mitnehmen. Ich krieg Energie wieder zu, wie es aussieht. Okay, da ist ja noch eine zweite Etage sozusagen, oder? Ja, da. Da werde ich jetzt noch mal reingehen. Ja. Na. Noch ein PDA. Integrating new PDA data. Okay, das war's. Ist hier vorne? Nee, hier ist hinten. Der hat sich doch gelohnt, der Besuch hier. Auf jeden Fall. Die Basis, jawohl. Ja, und ich habe hier noch eine eigene Basis gebaut. Ist natürlich perfekt. Diamanten, Lithium. Okay. Gleich mal schauen, was wir damit noch anfangen können. Denn Magnetite und Diamanten sind schon irgendwie nicht so unwichtig. Ich schau mal, ob ich
hier nicht noch ein bisschen was anbauen kann. Damit ich hier ja, ich muss das mal noch erweitern. Und zwar Moment. Brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Titan. Lass mich doch in Ruhe. Ich kann hier noch einen daneben setzen. Sehr schön. Okay. Meine Hülle, meine Hüllenstärke lässt zu wünschen übrig. Ich kann die aber verstärken. Und zwar brauche ich dafür Titan und Lithium. Okay. So viel Titan habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, machen wir erstmal zwei Stück. Direkt hier eine. Es bringt in eine. Jetzt habe ich wieder 7,2. Lass mal den Rest Titan einfach jetzt hier noch erstmal in der Tasche. So. Aerogel. Aerogel. Was zum Teufel ist Aerogel? Kompass, ja, den brauche ich auch noch. Aerogel, Aerogel, ist hier gar nicht. Seek Fluid Intake. Ja. Aerogel. Ich brauche hier Aerogel. Aufenthaltsort. Tiefe. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning. Real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. You're mad! I'm going all the same, and I've an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have, and those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me. More than I can say for Father. And I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest, armed with just a heat blade, and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I've ever heard. On the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out.
what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals, but Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. Calorie intake recommended. Interessant, interessant. Seek fluid intake immediately. Ja, ja, ja. Na gut. Päuschen für heute. Schläfchen, danach geht's weiter. Diese Nachricht höre ich mir morgen an. Ja, zu müde. Und ich denke, diese eine hier war... Ja. Freue mich auf den nächsten Tag. Und dass ich dieses Aerogel irgendwie wiederkriege. Aber hier komme ich wahrscheinlich eh erstmal nicht weiter. Zumindest habe ich hier mal erstmal eine Basis und weiß, wo ich Magnetit, Diamant herkriege. Vielleicht gehe ich nochmal zu meiner anderen Basis und hole auch für diese Basis hier nochmal diese Kartoffeln und Palmen und so. Und werde hier auf jeden Fall eine etwas größere Basis machen. Ja, so viel zum Plan. Also zur Insel und dort weiter gesucht. Gehabt euch wohl!